Sie könne ihre Nummer erst um 3 Uhr morgens herausgeben, weil 3 ihre Glückszahl ist und sie in ihrem Horoskop gelesen hat, dass sie einen Mann heiraten würde, dem sie um 3 Uhr in der Früh ihre Nummer gibt. Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Tinder bzw. Dating Community Stories, dem Format, in dem ich eure Dating-Geschichten erzähle. Wir haben heute, man könnte es fast ein kleines Special nennen, denn ich erzähle heute 3 Geschichten von einem Abend. Ich habe nämlich eine E-Mail zugeschickt bekommen von einem Mädel und ihren Freundinnen, natürlich mit deren Einwilligung, dass sie die Geschichten mir weiterschicken darf. Und die waren zusammen 10 Tage lang im Sommerurlaub. Ich glaube, sie hat nicht explizit geschrieben, wo, aber vielleicht findet man das auch noch im Laufe der Geschichten heraus. Es sind wirklich einige und sie hat gemeint, dass es viel zu schade gewesen wäre, wenn, was ist mit diesem Licht jetzt gerade, haben wir hier Geister? Entschuldigung. Wollte ich nicht unterbrechen, ich war nur gerade so irritiert, dass es jetzt so zu flackern anfängt. Auf jeden Fall hat sie gemeint, es wäre viel zu schade gewesen, wenn sie das nicht erzählt hätte. Und sie hat mir wirklich sehr, sehr viele geschrieben. Ich habe mir aber gedacht, da es eben quasi 3 Stories gibt, die an einem Abend passiert sind und das vielleicht ein bisschen verwirrend ist, wenn man die aus dem Kontext reißt und ich nicht jedes Mal vorher erzählen will, was davor passiert ist, mache ich das vielleicht alles einfach in einem und erzähle quasi das als so Gesamtgeschichte für eben eine ganze Episode. Und die ganzen restlichen Geschichten werde ich dann einfach ja im Laufe der nächsten Wochen, Monate irgendwann mal ein bisschen aufteilen. Wenn ich dran denke, werde ich vielleicht dann auch immer auf das Video hier verweisen, damit man sich auskennt, dass das dieselben sind. Aber ich hätte gesagt, wir starten mal mit der ersten Geschichte für heute. Sie haben mir keinen Namen gesagt. Ich werde mal schauen, ich werde mal anfangen, das Ganze zu erzählen. Und wenn es irgendwie unklar wird, dann werde ich vielleicht anfangen, Decknamen zu verwenden. Aber von vorne. Ich habe jetzt übrigens kurz unterbrochen, weil meine Deckenlampe einfach nicht aufgehört hat zu flackern. Ich hoffe, ich habe das Problem jetzt behoben. Also nicht wundern, falls ich jetzt anders sitze. Und was ich auch noch ankündigen wollte, morgen kommt wieder eine Episode SOS Sophie, also einschalten und nicht verpassen. Es kommt entweder um 11 oder um 12. Ich habe da noch nicht die perfekte Uhrzeit gefunden. Schreibt mir gerne, was von beiden Uhrzeiten euch lieber wäre, ob ich so machen soll, wie quasi immer die Community Stories um 11, damit man sich nur eine Uhrzeit merken soll, oder ob euch dann 12 lieber ist, weil man es dann, keine Ahnung, zum Mittagessen oder so dazu gucken kann. Ja, sagt mir da gerne, was euch lieber ist. Auf jeden Fall kommt morgen eine Episode, ganz sicher, denn wenn ich das Video hier fertig habe, beziehungsweise auch fertig geschnitten, weil es ist mal wieder Samstagmorgen, dann setze ich mich gleich dran und drehe das SOS Sophie, damit das bis morgen, in dem Fall für euch sogar, wirklich auch morgen rechtzeitig kommt. Aber jetzt beginnen wir wirklich mit den Geschichten. Angefangen hat das Ganze damit, dass das Mädel, was mir auch die E-Mail geschickt hat, am Strand lag und dort ein bisschen auf Tinder rumgewischt hat. Und wie man das so kennt, je nachdem, wo man genau auf Urlaub hinfährt, aber man findet dort meistens auch irgendwelche deutschen Touristen und so auch in diesem Fall. Und so hat sie dann mit einem Typen gematcht, der aus Stuttgart kam, und sie haben dann ein bisschen geschrieben und er hat sie dann eingeladen, dass er ja in seinem Hotel eine Poolbar hätte, und da sie da definitiv nicht alleine hin wollte, weil es kann ja immer was passieren, hat sie dann ihre beiden Freundinnen mitgenommen. Sie haben sich dann dort an der Bar auch relativ schnell gefunden. Er war auch mit einer größeren Freundesgruppe dort und dann haben sie sich ein bisschen unterhalten. Er hat sie auf einen Drink eingeladen. Ihre Freundinnen haben sich dann auch mit eben 2 von den Typen dort unterhalten und zu den Stories kommen wir dann später auch noch. Und die beiden haben sich dann auch geküsst. Also sie, die das E-Mail geschrieben hat, und eben der Typ aus Stuttgart. Und er hat dann vorgeschlagen, dass sie ja auch noch einen Spaziergang machen könnten, am Strand zum Beispiel, so ganz romantisch. Und nachdem sie dann Bescheid gegeben haben, seinen Freunden und ihren Freundinnen, sind sie dann auch zum Strand spaziert, der auch relativ nah beim Hotel war. Sie sind dann sogar barfuß hinspaziert, Händchen haltend, und haben sich dann auch im Zuge des Spazierengehens immer wieder geküsst, bis sie dann beim Strand waren. Sie haben sich dann dort auch irgendwann auf 2 Liegestühle gesetzt und haben dann ein bisschen gequatscht. Und irgendwann meinte er dann plötzlich so, weißt du, was jetzt mein Traum wäre? Sex on the beach. Und sie war so, ja klar, lass uns doch einfach direkt wieder zur Poolbar gehen und du kannst dir dort den Cocktail bestellen. Und er war so,
Er meint nicht den Cocktail. Da hat sie dann begriffen, was er damit eigentlich gemeint hatte. Er hat sie nämlich dann auch noch so ganz verführerisch versucht anzugrinsen. Sie hat aber gleich abgeblockt und gemeint, nein, möchte sie nicht. Denn erstens wollte sie generell nicht mit ihm schlafen am quasi ersten Abend, den sie sich da kennenlernen. Und noch dazu wollte sie auch nicht am Strand mit ihm schlafen. Sie hat ihm auch erklärt, dass sie das jetzt nicht unbedingt als so bequem empfindet, weil man den Sand dann sowieso schon allein im Allgemeinen überall kleben hat. Und wenn man den dann auch noch in Stellen reinbekommt, wo der im Normalfall schon mal gar nichts zu suchen hat, dann stellt sie sich das jetzt nicht so sexy vor. Und abgesehen davon ist sie sich auch nicht sicher, ob das Ganze überhaupt legal ist, was ihm ziemlich egal war. Und er gemeint hat, naja, sie soll mal nicht so sein und dass man sich nicht von irgendwelchen dummen Gesetzen und eben ein bisschen klebrigem Sand abhalten lassen sollte und hat dann generell versucht, sie weiter zu überreden, dass sie jetzt mit ihm am Strand schläft. Sie hat aber zum Glück standgehalten und hat sich dann nicht zu irgendwas überreden lassen, was sie nicht wollte, weshalb er dann auch irgendwann aufgegeben hat und sie zusammen zurück zu den anderen gegangen sind. Er war ziemlich pisst und sie haben auch den ganzen restlichen Abend nicht miteinander gesprochen, war aber vermutlich auch besser so. Er hat ihr dann nur noch einmal geschrieben und zwar am nächsten Abend und das bezog sich dann schon gar nicht mehr auf sie, sondern einer seiner Freunde wollte gerne die Nummer von einer Freundin von ihr haben. Erstmal gleich vorneweg, ich finde es super, dass sie sich nicht hat überreden lassen. Es gibt viel zu viele, die dann bei sowas ja sagen, gerade wenn sie dann so überredet werden und man fast schon ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommt, dass man doch jetzt einmal da mitmachen soll, aber ich nehme jetzt auch mal stark an, dass er nicht zufällig ein Kondom dabei gehabt hätte und dann wäre der Sand wahrscheinlich auch noch das kleinste Problem gewesen. Also auch mal abgesehen davon, vielleicht hätte sie die Pille genommen, dann wäre Schwangerschaft jetzt nicht so das Thema gewesen, aber auch die ganzen sexuell übertragbaren Krankheiten, die man sich bei sowas einfangen kann, ja, davon mal abgesehen. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass da dann nichts weiter passiert ist. Ich finde es aber so lustig, dass das irgendwie so eine Masche ist, die es irgendwie ganz oft bei so deutschen oder halt auch österreichischen, aber deutschsprachigen Raum Urlaubern gibt. Also ich war auch mit einer Freundin einmal auf Mallorca zu zweit und da sind ja sowieso nur Deutsche. Und da hatte ich dann auch eine Situation, die war ziemlich genau wie die. Und da habe ich dann auch gesagt so, nein, danke. Weil es anscheinend irgendwie für so viele einen riesen Reiz ausmacht, da unbedingt am Strand miteinander schlafen zu wollen, damit man sagen kann, dass man das jetzt einmal gemacht hat. Ich kenne auch Geschichten von Freundinnen, die aber auch was Ähnliches erlebt haben. Also irgendwie, keine Ahnung, dürfte das irgendwie so eine Liste sein, die manche Leute abarbeiten wollen. Bestimmt auch nicht nur Männer, sondern es gibt sicher auch Frauen, die irgendwie sagen, boah, das muss ich mal gemacht haben. Aber ja, den Reiz dahinter verstehe ich auch nicht so ganz. Kommen wir zur nächsten Geschichte und die hat ja, wie gesagt, am gleichen Abend stattgefunden, nur mit einer Freundin von ihr. Ich erzähle es jetzt der Einfachheit halber trotzdem weiter aus der Sicht quasi von der, die mir die E-Mail geschrieben hat, weil sie es nämlich auch quasi aus ihrer Sicht beschrieben hat und immer geschrieben hat, ihre Freundin und dann eben sein Freund und so. Weil wenn ich jetzt in die Ich-Perspektive von dieser Freundin switchen würde, glaube ich, würde ich aus Versehen irgendwas falsch erzählen. Deswegen bleiben wir mal dabei. Ich hoffe, es ist einigermaßen übersichtlich. Und sie hat es ja quasi auch miterlebt, also die es mir geschrieben hat. Deswegen hat sie auch noch natürlich eine andere Sichtweise auf das Ganze. Aber wie war das denn jetzt nochmal? Sie sind also zur Poolbar gekommen und haben dort dann eben die ganzen Freunde von ihm kennengelernt und sich auch vorgestellt. Und einer seiner Freunde war eben sehr interessiert und das gleich von Anfang an einer Freundin von ihr. Der hat sich dann direkt zu ihnen gesellt und hat diese Freundin auf einen Drink eingeladen und hat gar nicht mehr aufgehört, sich mit Komplimenten zu überschlagen, wie toll sie nicht ist und dass sie exakt so aussieht, wie er sich seine Traumfrau vorstellen würde, etc. Und man hat dann auch gemerkt, hat sie gemeint, dass er deutlich einen über den Durst getrunken hatte. Das hat vielleicht dann auch zu diesem überschwänglichen Verhalten geführt. Das hat aber eben nicht nur sie gemerkt, sondern auch die Freundin und es war ihr merklich auch ein bisschen unangenehm. Er wollte dann unbedingt ihre Nummer haben, weil er gemeint hat, oh mein Gott, wenn sie wieder zurück in Deutschland sind, er muss sich unbedingt bei ihr melden und sie müssen sich treffen und sie müssen heiraten, weil er hat sich schon so in sie verliebt und es ist alles so perfekt und er ist so hin und weg, er möchte das ganze restliche Leben mit ihr verbringen. Die Freundin, an die er sich daran gemacht hatte, war allerdings nicht ganz so euphorisch.
Wobei das wahrscheinlich noch nett ausgedrückt ist, sie hatte einfach gar keinen Bock. Ihr war das ein bisschen zu übertrieben und noch dazu war sie jetzt nicht Feuer und Flamme, mal so ganz generell von ihm, vom Typ her halt, und wollte ihm halt auch einfach nicht ihre Nummer geben. Ich weiß auch nicht, ob dann jetzt die folgende Ausrede aus Höflichkeit kam, weil sie ihm das irgendwie nicht so ins Gesicht sagen wollte oder weil sie sich gedacht hat, naja, der ist so besoffen, mit dem kann man jetzt ohnehin nicht diskutieren, da erzähle ich ihm lieber eine Geschichte, damit er vielleicht Ruhe gibt. Auf jeden Fall hat sie ihm dann Folgendes erklärt. Sie könne ihre Nummer erst um 3 Uhr morgens herausgeben, weil 3 ihre Glückszahl ist und sie in ihrem Horoskop gelesen hat, dass sie einen Mann heiraten würde, dem sie um 3 Uhr in der Früh ihre Nummer gibt. Er hat sie geglaubt. Es war natürlich frei erfunden, aber sie war froh, dass er eine Ruhe gegeben hatte und sie wollte sowieso nicht mehr so lange bleiben. Und ab dem Zeitpunkt, wo dann eben die anderen beiden von ihrem Strand Sex on the Beach Debakel wiedergekommen sind, haben sie eigentlich dann nur noch den Moment abgepasst, wo der Typ mal kurz aufs Klo verschwunden ist, damit sie gehen konnten und wieder zurück ins Hotel, ohne dass er es direkt mitkriegt, weil da hätte er wahrscheinlich was dagegen gehabt, denn schließlich wusste er, dass es noch nicht 3 Uhr früh war. Und wie wir ja schon in der vorigen Geschichte gehört haben, es wurde ja dann nochmal offiziell nachgefragt von dem Typen, der eben auf Tinder gematcht wurde, dass er die Nummer gerne hätte von der Freundin, allerdings hat sie sie ihm nicht gegeben. Denn ihre Freundin wollte es ja nicht. Ah, der liebe Alkohol. Das ist, ich meine, jeder wie er möchte und eben solange man niemandem damit wehtut und höchstens sich selber. Ich meine, gesund ist es nicht, das wissen wir glaube ich alle. Er war ja wenigstens nicht so super aufdringlich, zumindest nur in Worten und jetzt nicht in Taten. Finde ich aber eine lustige Geschichte, weil ich verstehe schon, im Suff ist meistens alles viel extremer und die Emotionen kochen über und so weiter und so fort. Aber dass er direkt meint, er möchte sie dann direkt heiraten und weiß ich nicht was, finde ich schon irgendwie witzig. Ich verstehe aber auch, dass es ihr viel zu viel war und dass sie dann froh war, dass sie gehen konnten. Ich glaube, ich hätte mich da auch irgendwie nett aus der Affäre gezogen. Und ihren Spruch mit dem Horoskop muss ich mir merken. Ich meine, natürlich ist es irgendwie eine blöde Ausrede. Und dann kommen wieder alle, die sagen, Frauen können nie Nein sagen und es ist so gemein. Aber ich verstehe, dass wenn es halt in einer solchen Situation ist, wenn der Typ nüchtern gewesen wäre, dann hätte man ihm das vielleicht noch erklären können. Aber oft mit so Betrunkenen ist ja das Problem, dass egal was du ihnen sagst, sie es sowieso nicht einsehen wollen. Manchmal auch nüchtern. Aber betrunken ist das nochmal schlimmer. Und wenn du ihnen dann wenigstens irgendwas sagen kannst, mit dem sie dann für den Moment zufrieden sind, dann möchte man dieses kleine Stückchen Seelenfrieden haben. Und ich finde die Story mit dem Horoskop um 3 Uhr früh Bombe. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Geschichte von dem besagten Abend. Und zwar hat die andere Freundin auch mit den ganzen Freunden von ihm sich unterhalten. Anfangs auch mit keinem Speziellen. Aber da es an dieser Poolbar Live-Musik gab, hat dann einer der Freunde von eben dem Typen von Tinder aus Stuttgart, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, seinen Mut gefasst und sie zum Tanzen aufgefordert. Sie waren dann zusammen auf der Tanzfläche und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis sie sich geküsst haben. In dem Moment ist dann allerdings ein anderer Typ aus dieser Freundesgruppe auf die Tanzfläche gekommen und hat gemeint, sie soll das mal lieber lassen, weil der Typ, den sie gerade küsst, der ist eigentlich vergeben und sie solle doch lieber mit ihm tanzen. Der Typ, mit dem sie gerade geknutscht hatte, war total entsetzt und hat auch abgestritten, dass er eine Freundin hat. Und dann haben die beiden Typen angefangen, miteinander zu diskutieren, mit wem sie jetzt tanzen soll und wer jetzt von beiden lügt, ob er jetzt eine Beziehung hat oder eben auch nicht. Ihr war es dann im Endeffekt viel zu viel. Ich glaube, sie haben ihr dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel Beachtung geschenkt, so wie sich das Ganze anhört, sondern waren dann einfach den restlichen Abend, bis die Mädels dann gegangen sind, damit beschäftigt, darüber zu diskutieren, wer jetzt von beiden recht hat und wer lügt und eben, wie gesagt, mit wem sie hätte tanzen sollen, wenn sie überhaupt noch Bock gehabt hätte. Denn ihr war das Ganze einfach deutlich zu viel. Sie hat sich wieder an die Bar gesetzt und hat sich dann mit den anderen Typen unterhalten. Es ist jetzt nicht aus der Geschichte hervorgegangen, ob dann mit einem von den anderen noch irgendwie mehr passiert ist. Ich nehme mal an, nicht. Und ich glaube, dass der ganze Abend dann einfach auch damit geendet hat, dass eben die eine vom Sex on the Beach Date zurückgekommen ist und sie dann bald verschwinden konnten. Und ja, das verstehe ich auch. Das ist irgendwie Drama, das man nicht möchte. Auch da kann ich zu meinem Mallorca-Urlaub zurückspringen. So eine ähnliche Geschichte hatte ich auch. Das wurde mir dann irgendwie später erzählt. Das war eine ganz weirde Geschichte. Das war dann nicht am gleichen Abend, sondern ich habe dann auch, weil ich war zu dem Zeitpunkt Single, und die Freundin, mit der ich da war, nicht. Und die hat dann irgendwie sich einen Spaß draus gemacht,
weil wir eben eine Gruppe von Jungs kennengelernt haben, wo ich mich eben auch mit einem besser verstanden habe und wir so über ein paar Tage miteinander geknutscht haben, aber auch klar war, okay, das ist jetzt ein Urlaubsflirt und da wird jetzt nichts Großartiges draus. Sie hat auf jeden Fall dann eben mit seinen Freunden irgendwie ein bisschen gequatscht. Und der eine, mit dem hat sie sich dann besser verstanden. Ich weiß gar nicht, muss sie mal fragen, ob sie immer noch auf Instagram mit dem schreibt, weil den hatte sie ganz ewig auf Instagram und sind dann immer wieder sich ausgetauscht. Auf jeden Fall nach unserem Urlaub hat der dann irgendwann gemeint so, hey, übrigens, er wollte nur mal gesagt haben, er glaubt, dass eben der Typ, mit dem ich die ganze Zeit was hatte, eigentlich eine Freundin hat. Oder was heißt, er glaubt, ich glaube, er wusste es oder so und wollte aber nichts sagen, weil er den Urlaub nicht ruinieren wollte, weil er halt irgendwie auch natürlich seinem Freund gegenüber da treu sein wollte. Es war irgendwie eine ganz weirde Geschichte. Also ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich hatte dann mit dem Typen keinen Kontakt mehr. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde sowas richtig unangenehm. Ich war froh, dass ich dann keinen Urlaub mehr hatte, wo ich Single war, weil irgendwie, man will ja dann auch nicht einfach die Person sein, mit der betrogen wird. Auch wenn man selber ja gar nicht wissen kann und gar nicht in dem Fall schuld sein kann, weil man es nach bestem Wissen und Gewissen macht, dass man jetzt jemanden küsst. Aber irgendwie ist es ein ungutes Gefühl, dass man dann potenziell ja, einen vergebenen Mann küsst, ohne dass man das weiß und will und man möchte ja eben die Freundin gar nicht verletzen. Also das als kurzen Exkurs nochmal von mir. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass sie auf dieses Drama keinen Bock hatte, weil ja, man weiß jetzt nicht, war das gelogen? Hat der Typ, der hingegangen ist und das behauptet hat, das nur gesagt, weil er eigentlich mit ihr was haben wollte oder zumindest eben mit ihr tanzen und so? War der vielleicht einfach nur eifersüchtig? Keine Ahnung, was da für ein Machtkampf entstanden ist, vor allem wenn es eigentlich eine Freundesgruppe war. Warum fällt er ihm dann so in den Rücken? Also es hat alles überhaupt keinen Sinn. Aber gut, manche Dinge müssen wir nicht verstehen. Ich fand es auf jeden Fall super lustig, diese ganzen Geschichten und vor allem eben allein dieser Abend, dass an dem so vieles in die Richtung passiert ist, finde ich großartig. Wie gesagt, es gibt noch einige Geschichten mehr, die werde ich einfach im Laufe der Zeit immer wieder reinstreuen in die Community Stories und das heißt, ihr werdet noch genug davon zu hören bekommen. Für heute war es das allerdings jetzt erstmal. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Hier seitlich findet ihr jetzt noch zwei meiner letzten Videos. Da könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren und auch die kleine Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi!